Liebe Zuschauer, es war die Woche der Wahrheit. Das hat zumindest mein Interviewgast Jürgen Molnar von Ruppo Markets am Montag so gesagt. Und das Schöne ist, jetzt können wir am Freitag mal gucken, lag er denn damit richtig und wie geht's hier weiter? Und deswegen begrüße ich dich erneut ganz herzlich hier bei mir an der Börse, lieber Jürgen. Guten Morgen, danke. Ja, du hattest gesagt, es wird die Woche der Wahrheit. Das kann man jetzt natürlich so oder so sehen. Immerhin, der DAX hat neues Rekordhoch markiert. Und das obwohl, also wir hatten alleine ja zwei wichtige Notenbanktermine in dieser Woche. Und letztlich haben die Notenbanken ja ungefähr das geliefert, was der Markt erwartet hat, oder? Nicht nur ungefähr, sie haben genau das geliefert. Also, es fing ja an am Dienstag mit der Inflationszahl USA. Und die war ja statt 4,94. Das war schon mal sehr positiv. Dann hatten wir auch den Ausbruch bei den Märkten. Was aber dann passiert ist, eine sogenannte kurze Zinspause, weil es werden wahrscheinlich noch mal zwei kleine Trippelschritte kommen in den USA, voraussichtlich im Juli der nächste. Das war die eine Geschichte, die Zinspause USA. Die EZB hat auch geliefert, auch die 25 Basispunkte. Und jetzt haben wir heute den großen Verfall. Und mit dem großen Verfall, hatten wir heute Morgen auch bei Robo Markets geschrieben, sind oft Wendepunkte möglich. Das könnte natürlich jetzt mit diesem neuen Allzeithoch von 16.370 auch der Fall sein, wenn dieser Verfall nachher um 13 Uhr respektive 17.30 Uhr abgeschlossen ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dann der Wendepunkt gewesen sein könnte. Allerdings den Blick in die Glaskugel weiß ich natürlich auch nicht. Ja, du hast gesagt, Woche der Wahrheit, aber lass uns trotzdem noch mal auf die Fed zurückkommen, weil also die Zinspause, die hatte der Markt erwartet, erhofft, also sprich, wäre die jetzt nicht gekommen, dann hätte das ja noch mal für Turbulenzen sorgen können, aber trotzdem, dass da noch mal zwei Erhöhungen in dem Jahr anstehen, das hatte der Markt ja eigentlich so nicht auf dem Schirm, aber dafür hält sich der Markt doch eigentlich recht gut wiederum. Er hält sich nicht nur recht gut, er steht wie eine Wand. Es ist unfassbar. Was soll denn überhaupt noch kommen? Stellen sich viele Experten die Frage, um den Markt mal in die Knie zu zwingen. Natürlich könnte ein schwarzer Schwan wie Taiwan mit China, aber das hat keiner auf der Agenda im Moment. Die Märkte bleiben sehr, sehr sorglos. Und im Moment sieht man kein Störfeuer. Es ist eine wie hat man das irgendwo mal gelesen, Kronklöckchen-Rallye. So nach dem Motto, obwohl die Zinsen so stark gestiegen sind, kommen die Märkte nicht runter. Allerdings haben sie natürlich mit den Anleihen jetzt ein Niveau erreicht, wo sie für sichere Staatsanleihen mittlerweile auch schon so fast die Inflationsrate bekommen. Also man darf nicht vergessen, wenn große Investoren sich mal drehen, dann könnte es natürlich dann mit dem Aktienmarkt mal abwärts gehen. Im Moment ist es nicht der Fall. Also es geht nicht abwärts. Im Moment sehen wir plötzlich neue Rekorde beim DAX. Wir haben uns vor einer Weile darüber unterhalten. Das war so gerade in dieser Seitwärtsphase, wo man gesagt hat, bisschen langweilig. Jetzt gab es in dieser Woche natürlich auch einige Hingucker-Termine, aber die große Frage ist ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, ein Wendepunkt wäre möglich, weil als es seitwärts lief, haben vielleicht viele Anleger gesagt, gerade ein bisschen langweilig, soll ich da jetzt reingehen? Jetzt ist es super gelaufen, da fragt man sich vermutlich wieder, jetzt ist schon so gut gelaufen, soll ich da jetzt noch reingehen? Wie siehst du das im Moment? Ja gut, wir haben ja seit Ende, Anfang Oktober letzten Jahres, wo der DAX bei 11.850 stand, jetzt mittlerweile schon 35, 38, 37 Prozent gemacht. Seit diesem Jahr 17 Prozent im DAX, 18 Prozent. Es ist natürlich jetzt schwierig, dann die Leute noch in Anführungsstrichen in den Markt zu schieben, zu jagen. Ich wäre weiterhin auf der vorsichtigen Schiene. Wir sind jetzt in den Sommermonaten und die sind traditionell eher schwächere Börsenmonate, bevor es Anfang Oktober wieder losgeht. Und wir hatten ja auch die Statistik, wir sind in einem Vorwahljahr der Präsidentenwahl und die sind zu 80% immer sehr gute Börsenjahre und wir sind schon mittendrin. Also da schauen wir dann nochmal, wenn wir von Präsidentenwahlen in den USA sprechen, natürlich auch nochmal auf den US-Markt. Beim S&P 500 sehen wir hier auch gerade zuletzt eine sehr, sehr schöne Bewegung. Aber gibt es da einfach in den USA, wir laufen da ja oft einfach so ein bisschen hinterher, gucken uns die Daten ja so an, als wären es unsere eigenen. Gibt es da jetzt nochmal spezielle Dinge, worauf man beim US-Markt im Moment schauen sollte? Wie gesagt, beim US-Markt haben wir die zwei Zinssenkungen, die jetzt auch wieder avisiert sind, wo wir gerade drüber gesprochen haben, im Juli und eventuell im September. Also. Bitte? Erhöhung, du hast gerade Senkung. Entschuldigung, die Zinserhöhung. Aber der amerikanische Markt, während wir nach oben gelaufen ist, hat der eher gestockt. Und jetzt hat er mehr den Part wieder übernommen, dass er vorangeht und wir hinterher. Also da gab es jetzt gerade so eine, wie soll ich sagen, Verschiebung, dass der amerikanische Markt jetzt eher wieder der Treiber ist und der DAX läuft hinterher. Gut, jetzt haben wir ein neues Allzeithoch gemacht. Wir sitzen jetzt genau auf der 16.330, das alte Allzeithoch. Wenn er darunter wieder abtaucht, haben wir wieder die Gefahr, so nach dem Motto,
dass es ein kurzer Ausbruch war und wieder in das alte Verhaltensmuster zurückfallen, in die Schiebezone 15,7 zu 16,3. Wir müssen den Tag jetzt mal abwarten. Also den Tag abwarten, ist das auch das, was du Anlegern im Moment ans Herz legen würdest? Erstmal abwarten, bis sich die Märkte wieder sortiert haben, weil das ist ja das, was man sich oft genug dann fragt. Auch im Hinblick auf die Sommermonate, erstens wegen Flaute, zweitens natürlich wegen Urlaub. Will man ja jeden Tag ins Depot schauen, was rätst du Anleger? Ich würde raten, an der Seitenlinie zu stehen, bei diesem hohen Kursniveau nicht einzusteigen. Gibt es noch spezielle Sektoren, spezielle Branchen oder was, wo du sagst, die jetzt im Moment besonders interessant oder die eher vorsichtiger anfassen? Ja, also wir haben natürlich jetzt die Branche über die KI, die jetzt extrem den Nasdaq getrieben hat. Und da könnte man ja theoretisch auch mal ein bisschen Kasse machen in den Nvidias dieser Welt. Wer noch nicht dabei ist, auch da würde ich auf einen Rücksatz erwarten. Den sehe ich eher in den nächsten 3 Monaten, als es noch weiter aufwärts gehen könnte. Jürgen, vielen lieben Dank für deine Einschätzungen und dass du bei diesem, meinem letzten Interview hier an der Börse gewesen bist. Ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche dir vor allem für die Zukunft alles Gute. Danke. Ja, liebe Zuschauer, soweit hier der Blick auf die Märkte, die in dieser Woche wirklich einiges zu verarbeiten hatten. Aber wenn man sich so den DAX mal anschaut, hat man ja einiges draus gemacht. Danke fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Tschüss.